Bevor du ein Strickstück beginnst, solltest du dir unbedingt angewöhnen, eine Maschenprobe anzufertigen. Auf der Banderole des Garns findest du dazu wichtige Angaben, wie zum Beispiel zur Nadelstärke. Hier werden empfohlen Nadeln zwischen 3,5 und 4,5 mm. Und hier liest du auch, dass du 22 Maschen und 32 Reihen benötigst, um 10 cm zu stricken. Das sind aber nur durchschnittliche Angaben und es kommt darauf an, wie fest oder wie locker du strickst. Da kann es doch erhebliche Abweichungen geben. Daher die Maschenprobe. Wenn also hier steht 22 Maschen für 10 cm, würde ich einfach 30 Maschen anschlagen. Eher großzügig. Und es gibt hier so Messtabellen, so Messkarten. Da kannst du hier oben einerseits 5 cm messen und in diesen Löchern kannst du ausprobieren, wo die Nadel noch durchpasst. Und das ist dann die Nadelstärke. Das heißt, ich habe hier eine Nadelstärke Nummer 4. Ich habe also nun 30 Maschen mit Nadel Nummer 4 angeschlagen und stricke ein Muster glatt rechts. Also Vorderseite rechte Maschen, Rückseite linke Maschen. Ich merke allerdings jetzt schon bei den ersten Reihen, dass mir die Nadel Nummer 4, das ist die mittlere Größe der empfohlenen Nadelstärken, einfach zu, dass ich damit zu eng stricke. Ich stricke ja relativ fest, das weiß ich auch. Und ich hätte eigentlich aus meiner Erfahrung heraus gleich eine Nadelgröße, eine größere Nadelstärke genommen, als auf der Banderole empfohlen. Das heißt, ich werde jetzt zur Nadelstärke Nummer 5 wechseln, denn ich sehe, das wird mir hier zu fest. Das kommt natürlich immer ganz auf das Strickstück an. Ich würde Jacken und Pullover eher lockerer stricken. Bei Socken würde ich eher fester stricken. Also da würde ich eher die empfohlenen Nadelstärken nehmen. So, das ist jetzt Nadelstärke Nummer 5 und es ist natürlich günstig, wenn man ein Sortiment an verschiedenen Nadelstärken hat. Ich habe natürlich ein ganz riesiges, damit man bei Bedarf wechseln kann. Ich stricke übrigens mit den Knit Picks Nadeln aus Holz. Ich liebe diese Nadeln. Sie fühlen sich ganz herrlich an und gleiten wunderbar durch die Garne und haben sehr spitze Spitzen. Ich habe von Leuten gehört, die Probleme mit Arthrose in den Fingern haben und denen das Stricken mit Metallnadeln sehr, sehr unangenehm ist, dass das mit Holznadeln sehr viel besser funktioniert. Knit Picks Nadeln wirst du in Kürze in meinem Shop bestellen können. Ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen. Du musst, während du die Maschenprobe strickst, nun gar nicht reinzählen, denn du misst einfach nach einiger Zeit, du hast ja ein bisschen ein Gefühl, wann du ungefähr bei 10 cm bist. Also du strickst einige rein, ich schummel jetzt ein bisschen. Und es schadet auch gar nicht, wenn du hier einige Reihen, einen kleinen Streifen mit Bündchenmuster dazwischen strickst. Ich stricke jetzt ein 2-2 Bündchen, also 2 rechts, 2 links, um auch dieses zu messen und in die Maschenprobe einzubeziehen. Es könnte sein, dass bei manchen Garnen du merkst, dass dieses sehr viel enger wird als das glatt rechts Gestrick und das könntest du dann berücksichtigen. Möchtest du ein spezielles Muster stricken bei deinem Modell, dann solltest du die Maschenprobe unbedingt auch mit dem Muster durchführen. Denn bei einigen Mustern kann es doch erhebliche Abweichungen in den Maßen zu einem Glattrechtsmuster geben. Also unbedingt auch ein Muster als Maschenprobe stricken und dieses messen.
So, ich werde gleich wieder schummeln. Also in der Mitte strecke ich hier einfach ein Maschenmuster, um zu kontrollieren, ob das ohnehin nicht zu eng wird. So, geschummelt. Das heißt, wenn du ungefähr 10 cm hast, misst du mal, kannst du das mal nachmessen. So, ich habe noch ein bisschen zu wenig. Ich muss noch ein bisschen dazu stricken und habe wieder geschummelt. Und jetzt bin ich, also jetzt messe ich noch einmal. Jetzt sollte die Maschenprobe soweit sein. Du legst sie ohne Spannung auf, also die wird nicht gespannt, sondern du legst sie flach auf. Bei so einem glatten Garn ist es ja sehr einfach, die Maschen zu zählen. Ein bisschen kniffliger wird es bei einem Effektgarn oder bei einem fransigen Garn. Da kannst du oben die Maschen auf der Nadel zählen. So, du legst nun das Maßband an. Du legst es auf dein Strickstück. Und nun zählst du entlang des Maßbandes, wie viele Reihen du für 10 cm benötigt hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also ich benötige 30 Reihen für 10 cm, auf der Banderole waren 32 Reihen angegeben, das macht schon einen Unterschied. Und du siehst hier, du kannst sehr einfach zählen, indem du einfach immer die einzelnen Maschen, die Löcher zwischen den Maschen zählst. Quer ist es auch nicht schwierig, du siehst die einzelnen Maschen gut voneinander getrennt. Du kannst, wie gesagt, wenn du das gleichmäßig die Maschen auf der Nadel verteilt hast, kannst du das oben an den Maschen abzählen. Ich würde aber, na, zählen wir es einmal an den Maschen. 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Also da hätte ich ganz genauso viele, wie auf der Banderole angegeben sind, 22 Maschen. Zur Kontrolle messe ich es aber auch, zähle ich es noch einmal auf dem Strickstück selber. Sollte nun das gleiche Maß ergeben, wenn ich richtig gezählt habe. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Gut, also das stimmt überein. Und nun kannst du diese Maschenprobe eben, wie ich schon gesagt habe, entweder abketten und aufheben oder du kannst es aufribbeln und gleich verstricken. Ich zeige dir das Abketten noch einmal, eine Masche stricken, noch eine Masche stricken, die zuerst gestrickte darüber ziehen. Wieder eine Masche stricken und wieder darüber ziehen. Ganz wichtig bei dieser Art des Abkettens ist es, dass du wirklich sehr locker strickst, ja nicht anziehen, damit es dann auch einen elastischen Abschluss ergibt. Ich mache das jetzt nicht fertig. Du siehst hier, sonst dauert es zu lange, du siehst hier einen elastischen Abschluss, der auch hübsch aussieht. So, was stellst du nun an mit so einer Maschenprobe? Du hast nun, ich habe nun gerechnet, dass ich 22 Maschen für 10 cm benötige. Angenommen, ich möchte nun ein Mützchen, ein Babymützchen mit einem Kopfumfang von 40 cm stricken, dann muss ich 4 mal 10 cm 4 mal 22 Maschen anschlagen. Ich würde also dann 88 Maschen anschlagen.